Hallo Leute, hier ist Maxwell zurück mit dem nächsten Pleitegeier-Kriegsrückblick. Und ja, das war der erste 40 gegen 40 Krieg, seit ich den Clan anführe. Also ein sehr, sehr stolzer Moment, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, bei 40 gegen 40 auf die Suche starten zu können. Ich hoffe, dass wir auch bald ein 50 gegen 50 machen können. Dann wollen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen, ob wir genug aktive Spieler dazu zusammenkriegen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den 40 gegen 40 an und gucken, wie wir uns geschlagen haben. In diesem Krieg hatten wir 2 Rathaus 10er, 10 Rathaus 9er und der Rest war Rathaus 8 und niedriger. Der Gegner hatte 3 Rathaus 10er, also da hatten sie einen leichten Vorteil. Dann hatten sie aber nur 8 Rathaus 9er und somit dann ja 2 9er weniger als wir, aber dafür ein 10er mehr. Und der Rest waren auch dann wieder Rathaus 8er und niedriger. Nur, dass ihr so ungefähr einen Eindruck bekommen könnt für das Verhältnis. Und jetzt gucken wir uns die besten Angriffe an. Und wir legen direkt los bei der Nummer 38 und unsere Nummer 39, Chosen One, greift hier an, hat die Ballons aus der Clanburg gelockt. Dauert ewig, bis die jetzt hingeflogen sind, deswegen machen wir hier mal ein bisschen Geschwindigkeit, bis die Ballons draußen sind. Dann Ballons halt sehr, sehr einfach zu töten mit Bogenschützen, aber haben relativ viel Leben, von daher muss man da geduldig sein. War hier nicht ganz ideal gemacht, weil der Mercer seine Truppen beschießt, während die ja auf die Ballons schießen. Von daher hätte er die Ballons noch weiter weglocken können, aber er hat hier anscheinend so viel Power mit dabei, dass er sich keine Sorgen macht. Ja, der Mercer geht schnell down, dann durch die Schweinereiter. Paar Bogies ausgesetzt zum Cleanup und ansonsten ja, holt er ziemlich easy hier die 3 Sterne, weil er einfach in der Lage ist, mit den Barbaren und Bogenschützen halt hier die ganze Base sozusagen zu überfluten, also so viel Damage einfach aufs Schlachtfeld zu bringen, dass er das Dorf überrollen kann hier. Braucht sich keine Gedanken machen, die Schweine holen sogar alle Verteidigungen noch weg. Die Level 6 Schweine sind natürlich stark, in den Clanburg waren 4 Stück drin und ja, die geben natürlich richtig Gas. Die beiden Blitzzauber hat er sogar gar nicht gebraucht, Level 1 Blitzzauber hier. Ja, und das sind dann sogar eine Nummer nach oben angegriffen, 3 Sterne geworden mit Barge an der Stelle. Also ganz witzig. Und als nächstes haben wir Nummer 36 und Frisco greift hier an, lockt auch die Ballons raus und wird auch diese hier töten. Wir machen mal zweifache Geschwindigkeit, weil wie gesagt, die Ballons, die sind so lahm. Ja, der Blitzzauber, der war nicht so richtig effektiv, der hat fast gar nichts gemacht. Aber die Bogis und der Magier sind natürlich da deutlich besser und in der Lage auf jeden Fall dann die Ballons platt zu machen. Dann kommt er hier rein mit Riesen hier oben, bricht die also durch die Mauer und setzt direkt hinter die Riesenschweine. Also benutzt die Riesen so ein bisschen quasi als Ablenkung, damit die Schweine dann den Schaden machen können. Ein bisschen Pech gehabt dann mit der Sprungfalle oder eine Menge Pech, weil ja die Sprungfalle direkt mal 2 Hawks weggeschleudert hat. Setzt jetzt seine ganzen Ballons hier auf den Bogenturm, weil er hofft natürlich, dass die Riesen den Magierturm noch holen werden und das Schwein, das sollten sie auch lieber, weil ansonsten werden seine Level 2 Ballons gleich ein jähes und unglückliches Ende erleben. Aber zum Glück waren die Riesen und das Hawk in der Lage, den Magierturm dort zu holen und somit sind dann alle Defenses down, nachdem die Kanone hier noch fällt und ist dann nur noch Cleanup, also 3 Sterne geholt von Frisco. Ein bisschen Variabilität, Variabilität ist auch ein geiles Wort, ein bisschen variiert mal mit diesem Angriff. Nicht so das Klassische, sondern sogar Riesen benutzt, Schweine benutzt, Ballons benutzt, Magier benutzt, Bogies benutzt. Also sehr, sehr viele verschiedene Truppen, Mauerbrecher auch. Also sehr, sehr coole Geschichte und mal ein bisschen Abwechslung, wie gesagt, kreativ hier die Base auseinandergenommen. Also sehr schön gemacht vom Frisco. Und als nächstes haben wir Nummer 35 und MD Redoy greift hier an. Wieder eine andere Angriffstaktik, deswegen wollte ich die auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Auch er lockt hier also die Clanburg raus mit einem einzelnen Bowie, weil die Clanburg halt so weit außen steht. Und dann wird er die Ballons hier unten in die Ecke ziehen. Da wartet auch schon ein Bowie. Wie ihr es kennt, machen wir jetzt wieder vierfache Geschwindigkeit, weil die Ballons so langsam sind. Ja, da benutzt er einen Riesen, wie es aussieht, um die Ballons abzulenken und dann die ganzen Bogies dahinter, um die Ballons dann im Endeffekt zu töten. Der Riese geht so langsam auf die Base zu. Die Bogies werden in der Lage sein, den Ballon dort platt zu machen. Und dann sehen wir, wie er den Rest macht. Er wird jetzt, sein Ziel ist natürlich jetzt, die Luftverteidigung platt zu machen, damit er den Rest dann mit den Riesen holen kann. Er hat Heilzauber schon auf Level 3, wie ihr seht. Also die heilen schon richtig gut. Aber leider Pech gehabt mit der Sprungfalle, die dort die ganzen Hawks im Endeffekt, oder 2 von den 4 Hawks, also 50% der Hawks quasi, vernichtet hat.
Also entscheidet er sich einfach mit den Riesen durch die Mauer durchzugehen und dann hoffentlich die Luftverteidigung zu holen. Er hat einen Heiler mit dabei. Das Ziel ist halt, wenn die Luftverteidigung down ist, dann die Riesen wieder hoch zu heilen. Jetzt wird schon langsam knackig, weil der Magierturm so viel Schaden gemacht hat. Und ja, im Endeffekt sieht man, jetzt hätte er den Heiler gar nicht gebraucht. Oder er hat ihn gar nicht gebraucht, können wir auch sagen, weil die Riesen auch so in der Lage waren, alles platt zu machen. Also hat er sich dann auch entschieden, den Heiler gar nicht zu setzen, sondern den aufzubehalten. Wahrscheinlich für den nächsten Farming-Angriff. Und ja, somit, er hat den Heiler dabei, hätte ihn benutzen können, aber die Base hat es dann wirklich nicht so erlaubt, weil die Luftverteidigung so sehr in der Mitte war, dass es schwierig war, die aus dem Weg zu räumen, bevor sowieso schon alle anderen Verteidigungen kaputt waren. Also ja, ein Heilzauber noch übrig gehabt. Also sehr, sehr guter Angriff auch hier von MD Redoy und auch er hat die 3 Sterne geholt. Und als nächstes haben wir einen altbekannten, ich freue mich, dass er wieder zu mir gekommen ist und mit einem Account in Pleitegeier ist und für uns angreift. Tank, ein sehr guter Low-Level-Kriegsspieler, auch den ich schon ganz lange kenne, aus anderen Clans auch. Und wir haben immer mal wieder so richtig zusammengespielt, aber nicht mehr so richtig, seit ich in DLZ bin, weil ja, seine Accounts da noch ein bisschen zu niedrig sind, um auch DLZ beizutreten. Ich hoffe, dass das WLAN jetzt besser wird. Ah ja, okay, sehr gut. Weil seine Accounts halt ein bisschen zu niedrig sind, um DLZ beitreten zu können, ist es schwierig. Aber neben Clan bin ich jetzt hier mit meinen Mini-Accounts auch. Und von daher ist es schön, dass wir wieder zusammenspielen können. Er benutzt also auch hier Ballons, um wenigstens eine Luftverteidigung platt zu machen. Die andere holt gerade so der Drache. Das war sehr, sehr klatsch hier von dem einen Drachen, der die Luftverteidigung da geholt hat. Ansonsten hätte er ein Problem kriegen können, aber so sieht alles gut aus. Wir machen zweifache Geschwindigkeit, weil der Rest des Angriffs relativ langsam ist. Die Drachen sind aber mit den Ballons halt, wie gesagt, in der Lage, locker den Rest platt zu machen. Am Ende ist es ein ziemlicher Overkill, auch obwohl es nicht empfohlen ist. Ja, also ich weiß nicht, 3 Blitzzauber hier und dann nur ein Eil. Irgendwie ein bisschen komische Zauberkombination für meinen Geschmack. Aber naja, er hat es hinbekommen, hat es. Es ist aufgegangen für ihn und am Ende waren es auch die 3 Sterne. 24 gegen 23, also auch sogar eine Nummer höher angegriffen vom Hank. Okay, der nächste Angriff gegen die Nummer 22 von Dustin und da muss ich auch wieder ein kleines Shoutout an ihn richten. Ich habe diesen Angriff live gesehen und dachte mir so, mein Gott, was macht der Typ? aber im Endeffekt hat es funktioniert. Sehr, sehr guter Job vom Dustin, auch wenn er irgendwie, glaube ich, ein bisschen hier das mit der Clanburg vergessen hat. Schickt seine Riesen einfach rein, ohne Clanburg zu töten. Normalerweise sehen wir es oft bei diesen Low-Level-Angriffen, dass man die Clanburg halt tötet, aber er hat es nicht gemacht. Zum Glück fliegt der Drache Richtung King und nicht Richtung Riesen. Ja, 2 Packer hat er dabei. Also ein bisschen merkwürdige Truppenzusammenstellung. Zum Glück stirbt der Drache früh. Er hat noch 2 Giftzauber, die hat er irgendwie, weiß ich nicht, swagt da, will er nicht benutzen. Nimmt lieber ein paar Bomben von dem Ballon auf seine Riesen. Ja, ne? Also, ich sag mal, läuft nicht ideal. Zum Glück ging der Ballon dann down von den Magiern und den Bogis. Jetzt hätte er einen Heilzauber droppen müssen. Jetzt hat er nicht gemacht. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, er hat es hinbekommen. Er hat 3 Sterne geholt. Von daher, guter Job. Dustin, hast du gut gemacht. Auch wenn die Ausführung, wenn wir noch ein bisschen dran arbeiten müssen, weil jetzt sind hier ungefähr nur noch 5-6 Riesen übrig von den ganzen, die er gesetzt hat. Heiltor auf die Packer ist auch, ja, okay. Die bleiben auch am Leben. Er walzt sich so langsam, aber sicher durch die Base durch. Auch hier wird es ein bisschen langsamer, der Angriff, deswegen machen wir wieder 2-fache Geschwindigkeit und holt also gegen diesen Rathaus-Achter auch 3 Sterne als Rathaus-Achter. Von daher, guter Job, gutes Ergebnis, wichtig für den Clan, auch diesen 3 Sterne hier zu holen, weil wir hatten da nicht mehr so viele Angriffe gegen Ende, also gut gemacht im Endeffekt und auch wieder eine andere Angriffstaktik und das macht mir auch Spaß, euch viele verschiedene Angriffstaktiken, viele verschiedene Tropen zu zeigen und ich denke, das zeigt schon, wie viel Spaß Low-Level-Krieg auch machen kann, dass einfach es immer was Neues ist, dass immer Abwechslung dabei ist und ganz viele verschiedene Sachen funktionieren können, anders als teilweise auf Rathaus 9 oder 10, wo man ja nicht failen will und so sehr eingefahren ist mit seiner Angriffstaktik teilweise, wo er auch einfach limitiert ist. Hier funktionieren halt mehrere Sachen, das ist auch, finde ich, dann das Coole an Lower-Level-Angriffen. Als nächstes die 19 und Stone mit einem weiteren Drachenangriff. Sehr, sehr schöner Angriff hier, deswegen wollte ich den auf jeden Fall zeigen. Ein gutes Beispiel, da könnt ihr auf jeden Fall von lernen. Ihr seht, dass er hat Zapquake hier, also Blitzzauber und Erdbeben und benutzt das auf die Luftverteidigung, die also am weitesten weg ist von seinem Entry Point mit den Drachen. Setzt dann die Drachen hier nah an die Luftverteidigung und wird gleich sehr früh einen Wutzauber benutzen,
um die Luftverteidigung hier aus dem Weg zu räumen. Hat er wahrscheinlich noch Ballons in der Klarenburg für die andere Luftverteidigung. Bin mir nicht ganz sicher, warum er die so spät setzt oder gar nicht setzt. Oder hat er die Klarenburg überhaupt benutzt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, er war in der Lage, hier sehr früh die Luftverteidigung alle rauszunehmen. Das ist natürlich das Wichtige für einen Drachenangriff. Luftverteidigung schnell hinkommen, die Down bekommen. Er setzt dann hier unten noch den King, um die Drachen weiter zu funneln, dass sie weiter schön durch die Mitte fliegen und dann nicht abgelenkt werden durch die Trash-Gebäude, die da außen stehen. Ja, hat man wieder die Klarenburg nicht benutzt, so wie es aussieht. wie er es gerne macht. Bisschen loweres Rathaus 8 hier noch, von daher keine Probleme für Stone. Der ist halt einfach auch erfahren auf Rathaus 8, weiß genau, was er machen muss. Und ja, hat hier im Endeffekt auch sehr überzeugend 3 Sterne geholt. Wie gesagt, hat die Klarenburg noch gehabt und sogar einen Giftzauber, also hätte noch ein bisschen Backup gehabt, wenn es knapper geworden wäre, aber wurde es nicht. Und hier ein schöner Drachenangriff für 3 Sterne mit der optimalen Zauberkombination für Drachen bei Rathaus 8. 2 Blitz, 1 Wut und 1 Erdbeben. Und damit sind wir auf dem Rathaus 9 Level und ich möchte euch einen Angriff zeigen von Dave, von dem ihr sehr gut lernen könnt. Das ist eine Taktik hier. Ihr seht, er hat 40 Schweine. Sehr, sehr einfach hiervon zu lernen, sehr, sehr einfach auszuführen, verhältnismäßig. Von daher wollte ich euch das zeigen. Er benutzt am Anfang einen Suicide King, also die Queen ist ja hier sehr weit außen. Deswegen ist er in der Lage, den King zu setzen. Er zündet den direkt. Der soll einfach nur die Queen töten und in dem Fall auch noch die Klarenburg rauslocken. Und das ist auch schon alles, was er vom King erwartet, diesen Raid. Mehr muss er nicht machen. Dann lockt er die Klarenburg so ein bisschen zur Ecke mit dem Magier hier. Setzt dann seine Queen, um die Klarenburg zu töten. Giftzauber noch dabei. Und sehr einfach im Endeffekt. Hat also den Drachen aus dem Weg, hat die Queen aus dem Weg. Der King ist kein wirkliches Hindernis für den Drachen, für den Hawk-Angriff. Und wie ihr seht, könnt ihr dann die Hawks einfach setzen, entweder ein bisschen enger zusammen oder weit verteilt, so wie er hier. Hat noch mehr Hawks in der Klarenburg, 6 Stück, also insgesamt 46 Hawks neben Angriff. Und wenn ihr eine Base habt, wie diese hier, die so kompakt ist, wo es keine wirklichen gefährlichen Stellen gibt, so wie Bombentürme mit Riesenbomben verknüpft oder so, dann könnt ihr einfach 40 Hawks spammen, wenn ihr die Klarenburg tot habt und die Queen tot habt. Und könnt so die 3 Sterne holen. Und der, ihr seht, er hat sogar noch einen Swag-Heil-Zauber, den er gar nicht braucht. Also guter Angriff. Und wie gesagt, wenn ihr vielleicht gerade so anfangt mit Krieg, nicht so richtig wisst, was man am besten macht, wenn ihr eine kompakte Base findet, wo nicht viele Lücken drin sind, benutzt einfach Mass Hawks, tötet die Klarenburg, tötet die Queen auf Rathaus 9 und dann spammt ein paar Hawks mit Heilzaubern und dann holt ihr 3 Sterne, so wie Dave hier, und seht mal, guckt mal, wie viele Truppen er übrig hat. Also 101 Schweinereiter, in dem Fall keine Dalmatiner, die hier am Ende noch übrig sind. Also sehr, sehr überzeugend. Und ja, enge Basen, Mass Hawks und dann läuft das. Nächster Angriff gegen die Nummer 8. Und Really Peter kommt hier rein und greift an. Den Angriff muss ich natürlich zeigen, weil es extra Punkte gibt hier für die Truppenvarianz. 2 Hexen hat er dabei, 2 Level 1 Hexen, 11 Ballons. Ganz coole Geschichte. Fängt auch an, indem man die Klarenburg rauslockt und tötet mit der Queen. Mehr braucht er in dem Fall nicht dafür. Der Golem hat ein bisschen was abbekommen schon, aber er hat ja noch 2 weitere Golems. Von daher alles gut. Locker in der Lage, das hier zu kompensieren. Mit 3 Golems hat man halt so viel Tanking, dass da kann man ganz entspannt anfangen mit seinem Angriff. Hier kommt der dritte Golem. Jetzt wird er gleich einen Jump setzen über dieses mittlere Mauerstück hier. Genau auf die Queen. Da kommt er. Da hat er, wie gesagt, 2 Hexen dabei. Bowler aus der Klarenburg und damit ein sehr, sehr starkes Kill-Squad, was also den King und die Queen töten soll und die ganze Mitte platt machen soll. Er möchte alle Luftverteidigungen bekommen, also die beiden hier hinten, diese hier und diese hier, hoppala, die will er auch noch haben. Und dann kann er halt den Rest mit Ballons machen. Ihr seht, er setzt schon langsam vorsichtig Ballons hier bei den Verteidigungen, die außer Range sind von den Luftverteidigungen. Da kann er schon langsam welche setzen. Der Bogenturm hier unten natürlich jetzt auch ein Ziel für Ballons. Und der Bogenturm da oben. Und ja, ihr seht, er hat sogar 10 Ballons über, die er im Endeffekt gar nicht gebraucht hat. Also sehr guter Angriff. Sein Killsquad hat die ganze Base rasiert. Im Endeffekt war es gar nicht notwendig, die Ballons zu droppen. Hätte aber machen können. Sehr guter Plan. Sehr gut ausgeführt auch. Und ja, so kann man also auch gegen solche Rathaus 9er Basen 3 Sterne holen. Probiert's mal aus, Bowler mit Golems und dann Ballons auf der anderen Seite. Wenn ihr alle Luftverteidigung bekommen könnt, dann kann man so sehr gut 3 Sterne holen. Als nächstes haben wir die Nummer 7. Das war der Rathaus 9er, der am längsten noch stand. Hatte schon 2 unserer Angriffe abgefangen.
bisschen peinlich für die Leute, die schon angegriffen haben. Ich will jetzt nicht sagen, wer das war, weil es ist nicht die allerbeste Base hier, aber wir hatten ja noch den Walle über und auf Walle kann man sich verlassen. Auch wenn er keine Queen hat, hat er hier die ganze Geschichte dann geregelt für uns. Funnel ist hier sehr, sehr billig, ne? Also da lacht sich ein Kriegsveteran wie der Walle, lacht sich ja kaputt, wenn er mit einem Babydrachen und zwei Lakis funneln kann und nichts anderes braucht. Clanbook kommt raus, Drache, Ballons kennen wir inzwischen schon. Der Babydrache gegen den Drachen 1 gegen 1, ja, der Babydrache verliert, aber hat richtig Schaden gemacht am Drachen, das ist natürlich gut. Den Rest werden die Magier holen, er hat natürlich jetzt das Problem, dass er halt keine Queen hat. Deswegen der Wutzauber für die Magier, damit der Drache safe down geht. Und dann hinter dem Golem den King und die Bowler, die hier also die Queen holen und eine Luftverteidigung holen. Und der Rest des Angriffs sind dann halt drei Lavahunde, die er hat für drei weitere Luftverteidigungen, wobei die Bowler sogar tatsächlich die zweite Luftverteidigung auch noch da sehr stark beschädigt haben. Setzt zwei Ballons und die Bowler holen die zweite Luftverteidigung. Das ist natürlich ein super Bonus. Jetzt hat er drei Lavahunde für zwei Luftverteidigungen. Das ist das Idealszenario. So wollen es die guten Spieler haben. Hat keine Zauber mehr übrig, aber braucht er auch nicht, weil die restliche Def, die hier Luft beschießen kann, hier sehr, sehr eng zusammensteht unten bei der Anne Base und auch er einen sehr, sehr gutes, sehr, sehr guten Ballonsplit hier kriegt, sehr, sehr gutes Pathing, also die Ballons fliegen gut und schnell zur Verteidigung hin. Der Typ hat seine Skelett-Fallen auf Luft, das sieht man nicht so oft in diesen Kriegen, aber bei ihm war es so, also von daher mussten da die Lava-Pups ein bisschen helfen, die kaputt zu machen. Und dann ist nur noch Cleanup und gucken, wie viele Truppen er übrig hat. Also am Ende ein Overkill für Walle. Sehr, sehr schön gemacht. Und ja, diese Base, wenn ihr die seht, oder eine so ähnliche Base, die könnt ihr auf jeden Fall so legen. Mit drei Lavahunden, einem Golem und Bowlern aus der Clanburg. Und dann habe ich noch einen richtigen Leckerbissen für euch zum Ende dieses Rückblicks. Und zwar der Dave mit einem 10 gegen 10 Angriff. Ja, zugegeben, das ist ein sehr, sehr gerushter Rathaus-10er hier. Die Verteidigung sind nicht annähernd Max, aber trotzdem muss man die erstmal drei Sterne holen auf so eine Base. Dave macht also einen Queen Walk, / Queen Charge hier unten. Wird damit also ein bis zwei Luftverteidigungen holen. Der King sollte eigentlich in dieses Compartment hier reingehen, diese Luftverteidigung holen, aber er ist ein bisschen außen rum gegangen, hier gute. Das ist natürlich nicht ideal. Ja. Wenigstens ist die Klammburg rausgekommen, da hat er Drachen drin oder einen Drachen und zwei Ballons, wie üblich. In diesem Krieg, da war irgendwie in allen kleinen Bogen so mehr oder weniger das Gleiche drin. Von daher, ja, keine Überraschung. Der King hat immerhin noch sehr, sehr viel von den Trash-Gebäuden kaputt gemacht. Jetzt seht ihr, er hat einen Lava-Hund und einen Ballon in der Clanburg. Und dann hat er seine Level 5 Drachen, die dann dahinter kommen. Wir wollen nochmal so ein bisschen die Queen mit einfangen. Die arbeitet hier unten weiter, macht die gegnerische Queen gleich platt und wird dann da auch reingehen. Die Drachen und der Lavahund haben währenddessen die zweite Luftverteidigung sich geholt. Der Lavahund fliegt zur dritten Luftverteidigung und er hat noch drei Wutzauber, benutzt einen noch für die Queen und da hat er zwei Stück noch übrig für die Drachen, um jetzt die Luftverteidigung zu holen und dann die Mitte mit den beiden Inferno-Türmen und den Teslen. Die Queen in der Zwischenzeit hat kein Problem gegen die Level 1 X-Bürgen, weil die machen einfach nicht genug Schaden, um sie aufzuhalten. Da geht der Wutzauber jetzt in der Mitte auf die Drachen. Und ja, die Teslas sind hier also schlimmer als die Inferno-Türme, was den Schaden an den Drachen angeht. Aber die Drachen mit dem Wutzauber in der Lage, das alles locker easy kaputt zu machen. Ein Wutzauber noch für die Queen hätte er gar nicht gebraucht. Also ist eigentlich schon Swag jetzt. Ja, und im Endeffekt dann 3 Sterne, 10 gegen 10. Das ist natürlich das, was dann auch Kriege entscheiden kann, wenn man solche Low-10er wie den hier trippeln kann. Ja, das erwartet der Gegner nicht und hatte Dave sehr gut gemacht. Schöner Plan, auch wenn der King nicht ganz funktioniert hat. Holt die 3 Sterne hier, also sehr, sehr überzeugend. Queen, volles Leben, 3 Drachen noch übrig. Also cool gemacht, obwohl nicht alles nach Plan lief. Und ja, damit haben wir unser Mismatch so ein bisschen ausgleichen können. Und wir gucken uns das Kriegsergebnis an. 118 zu 104 um 14 Sterne gewonnen gegen den arabischen Clan. Mismatch hat uns also nichts ausgemacht. Wir haben die 1 und die 2, die waren etwas stärkere Zähne, haben wir 2 Sterne geholt, jeweils mit Rathaus 9, obwohl, nee, das hier war sogar Dave. Und das war auch unser Rathaus 10er, der aber keine Queen hatte und Rathaus 9 Truppen hat. Also die 1 und 2, 2 Sterne geholt. Den Rest haben wir getrippelt, wie man sieht, 120 Sterne wären möglich. 118 haben wir geholt, also starke Performance der Pleitegeier. Auf unserer Seite haben wir gut verteidigt, Dave
Hikari sind stehen geblieben, genauso wie Mo, JP, Morphium. Ich habe sogar nur einen Stern kassiert. Guckt euch das mal an. Und das, obwohl ich eine Anti-Dreier-Base habe mit Rathaus draußen, mehr oder weniger. Ja, also sehr, sehr geile Performance der Pleitegeier. 40 gegen 40, den ersten 40 gegen 40 gewonnen. Fühlt sich gut an, da fühlt man sich dann auch bestätigt. Und wir werden möglichst bald 50 gegen 50 starten. Mal gucken, wie das läuft. Bis dahin hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen und ihr konntet vielleicht das eine oder andere lernen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns später. Macht es gut. Bis dann. Ciao.